Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das Kaff da oben heißt. Rietzheim. Oh, das finde ich gar nicht so französisch. Ja, auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chained Fever Season 8. Und in der letzten Folge hatten wir ja überlegt, wie wir das hier am besten machen, wo wir jetzt am besten hingehen. Hier hinten hatten wir die TGVs ein bisschen, ja, nochmal in Abstände gebracht. Ich hoffe, dass das jetzt etwas geht, ne? Das heißt, in dieser Folge versuchen wir, hier oben die beiden Städte anzufahren und dann einfach mal zu schauen, was da geht. So, na, das heißt, wir machen hier das, was wir in der letzten Folge schon mal leicht besprochen haben. Na, wer erinnert sich? Das ist echt wieder so eine Frage. Na, wer erinnert sich? Am Ende irgendwie nur einer. Wo ich mir auch denke. Ah ja, da passen viele auf. Auf jeden Fall wollen wir hier. Wollen wir das hier schön halten. Das heißt, wir legen natürlich hier besonderen Wert darauf, dass wir hier auch die Landschaft dann gut anpassen. Eigentlich eher weniger, aber irgendwie wollte ich es halt cool aussehen lassen. Damit es halt angenehm ist, auch für die Leute, die zum Beispiel hier durchfahren. Na gut, da kann ich schon wieder nichts gestalten. Hier drüben auch nicht. Kann ich hier überhaupt gestalten? Nö. Noch da. Naja, ist jetzt auch nicht so wirklich was. Auf jeden Fall sind das hier gleich unsere Abzweige, die wir hier hinten irgendwie wieder zusammenführen müssen. So dass wir, wenn wir hier rauskommen, ja, fertig sind mit der Linie. Auf gut gesagt. Ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen hoch. Wo ist denn die Strecke jetzt? Ja. Wie gut, dass es unterirdisch nur Krater gibt, wenn wir das abreißen. Das ist eine gute Sache. So, das wäre Part 1. Das wäre also der eine Streckenabschnitt, über den wir halt uns den Zugetritt, ja, erlangen. So. Nochmal ein Tunnel. Irgendwie haben wir es hier mit Tunneln. Naja, lassen wir da erstmal offen. So. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal hier, ob wir nicht da, ja, eine möglichst andere Route irgendwie erstellen. Wie zum Beispiel diese hier. Welche dafür sorgt, dass wir erst aus dem Tunnel wieder rausgehen, dann auf so eine schöne Brücke kommen und dann hier runterfahren. Ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Hier unten seht ihr auch nochmal eine Durchfahrt. Ne, das hat was, wenn man es richtig einsetzt. Das heißt, hier hinten sind die Strecken dann wieder zusammen. Wo wir dann entscheiden, wollen wir dazu weiterlaufen lassen, wollen wir es nicht weiterlaufen lassen. Vielleicht lassen wir das dann gerade mal an dem Punkt stehen. Dann überlegen wir uns erstmal, wo überhaupt die Bahnhöfe hin sollen. Oder der Bahnhof. Ich weiß noch nicht, wie viele es gibt. Ist wahrscheinlich wieder zwei, wie eigentlich in den meisten Städten. Zwei Gleise, 240 Meter. Was war das denn eben gerade, was da gerumpelt hat? Also jetzt nicht im Spiel, sondern im echten Leben. Ja, ne, es gibt auch ein Real Life. Für die Leute, mich eingeschlossen, es gibt ein Real Life. Da könnt ihr ruhig mal Hallo sagen. Grafisch extrem gut. Also, für die Leute, die es interessiert. So. Wie gehen wir hier vor? Wollen wir hier so eine Schleife machen oder gehen wir hier gerade und machen das dann nach vorne eng? Das wäre gerade mein Vorschlag.
Was wir hier auch machen können mit 100, ups, 102 oder knapp 100 versuchen, Arme hier rauszugehen. Da haben wir schon wieder, wieso haben wir denn hier so einen komischen Hügel wieder? So, wie viel hatten wir denn jetzt hier als Geschwindigkeit? Okay, hier können wir eigentlich ein Stück gerade machen. Das konnte ich eben noch sehen. Muss halt nicht unbedingt lang sein. Es reicht ja aus, wenn wir da so ein kurzes Stück haben. Genau, wir müssen ja einfach nur die beiden Sachen hier miteinander verbinden. Und daher macht die Geschwindigkeit dann nicht wirklich was aus. Hier machen wir nochmal einen Durchbruch rein. Damit wir hier einfach eine Straße durchlegen. Und die dann nochmal verbinden können. Sonst müssen wir eine Brücke machen, die ist dann nicht so cool. Weil die einfach zu viel Platz wegnimmt und meistens auch nicht unbedingt reinpasst. Aber ich glaube, das sollte in dem Fall noch ja, akzeptiert werden, auch von der Stadt. Da müssen wir halt mal durch, ne? Also entweder seid ihr damit zufrieden oder ihr lasst es. Dann machen wir die hier noch. Dann haben wir den Teil nämlich fertig. Ich sollte nicht immer so schnell bauen, fällt mir gerade auf, sonst sind wir wieder dreiviertel der Folge dabei und denken uns, was wir jetzt nur machen können, ist ein gutes Thema. Auf jeden Fall aufs Spiel warten. So, zack. Dann machen wir das. Ich muss den rechten nehmen. So. Genau, das sieht gut aus. Jetzt wollen wir hier durchkommen, noch Geschwindigkeit haben. Das heißt, wir verbinden jetzt einfach die eben gebaute Strecke, sogar die Form vom Spiel vorgeschlagene Strecke, mit dem zweiten Ende, was wir haben. Das heißt, hier fährt der Zug hier unten durch, hier rein, kommt da. Nee, fährt hier rein, kommt da drüben raus und fährt dann hier rein, fährt außen rum und kommt dann da unten raus und fährt auch in den Bahnhof. Ne, ist jetzt bislang so die beste Lösung, die wir haben. Ich hoffe mal, dass die Stadt, wenn wir hier die Straße als Vorschlag dran machen, auch gut meint oder gut heißt und sich dann selber daran verbindet. So. Naja, das geht nicht. Das heißt, wir machen hier dann einfach den Teil und dann machen wir hier. Also eigentlich will ich einen geraden Ausgang machen. Also gerade zu dem oder nach rechts geneigt. Das war dann hier einfach der Strecke so ein bisschen folgen. Das soll dann zum Beispiel halt solche Szenarien machen können wie das hier. Oder halt ja, das nochmal erweitern bis hier und dann. Aufgrund dieser Ecke will der das nicht gerade machen. Ja. So. Das heißt, dann haben wir den Teil hier fertig. Da darf die Stadt dann weitermachen, was sie will. Jetzt benötigen wir erstmal eine Weiche. Die Frage, wieso eine Weiche? Weil wir müssen auf jeden Fall einen Gleiswechsel einbauen, dass wenn die Züge sich aus Versehen drehen, ich auch ordentlich drehen können. Das ist noch so eine Sache, die unbedingt geändert wird oder werden sollte. Naja, okay, sie wird ja geändert, also kann ich mich eigentlich nicht darüber beschweren. Aber dieses Weichenbauprinzip, ne? Ist ab einer bestimmten Länge oder Breite oder hast du nicht gesehen, die Schiene einfach mal in den Boden frischen und. Oh, da war eine Schiene? Oh, nee, das glaube ich nicht. Und dann ist er einfach weg. Ist ein bisschen blöd.
Aber ich glaube, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Oder beziehungsweise nicht wir, sondern Urban Games. Bis zum Start ist es ja angedacht und es funktioniert auch, die Weichen einfacher zu löschen. Und hoffentlich auch sowas nicht wieder vorkommen zu lassen. So. Hier machen wir das hin. Dann machen wir hier vorne ein. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. So, dann kommen die hier auch noch dran. Dann haben wir auf jeden Fall hier gleich den Abstand drin, den wir benötigen. Oder den wir vorschlagen könnten, nach dem Motto Abstände und Zeiten zum Beispiel. Das ist noch ganz okay. So, genau da hinten hatten wir dasselbe. Da haben wir es jetzt auch. Das heißt, wir können die Strecke schon mal in Betrieb nehmen. Das heißt, wir erstellen eine Z11. Ist das, glaube ich, ZL11 jetzt? Genau, ZL11. Und der macht hier noch ein bisschen Minus. Es fahren schon auf einmal mehr Leute mit als vorher. Die Linie macht nicht mehr so viel Minus. Das ist ziemlich angenehm. Wie sieht es hier aus eigentlich mit den Güterzügen? 600.000. Ja, die Züge arbeiten sich langsam raus. Das sieht man mit 17, 13. Also die Stichprobe war eben schon nicht schlecht. Ja. So, ZL11 wollten wir jetzt. Das heißt, wir fahren von hier aus einmal darüber dorthin zurück. Hier nehmen wir dann bitte auch das andere Gleis. Also da haben wir, hier fehlt auch eine Weiche in der Richtung. Also ungeeignete Stelle. Ja klar. Ich wollte gerade fragen, wieso sieht denn das eine anders aus als das andere? Aber das liegt ja daran, dass das eine eben gerade rot war. So, das heißt, das haben wir jetzt hier. Das heißt, wir können einen Zug drauf setzen, entweder unseres Geschmackes nach oder einfach irgendeinen random Zug, der uns hier gerade einfällt. Da wir eigentlich alle Züge schon einmal hatten, bis auf den hier, und den auch überhaupt nicht draufsetzen will, weil es nicht zu der Klassifikation passt, die wir ja nochmal haben, werden wir einen Zug zusammenstellen, wo ich weder noch weder die Lok noch irgendwas anderes derzeit weiß. Nee, die nehmen wir nicht. Eigentlich will ich mal wieder was Witziges nehmen. Ja. Normalerweise ist ja eine Güterzug-Lok. In dem Fall will ich mal nehmen als Personenlok. Ja, wir missbrauchen deren Zweck für eine gute Tat. Ja, oder? So. Den duplizieren wir einfach erstmal und dann will ich mal sehen, wie der Zug aussieht. Also ein Wagen ist drinne.
Der gehört eigentlich nicht in den Zug rein. Oder schätzungsweise nicht in den Zug. So, aber vom Design geht's noch. Ich weiß ja nicht, was die Franzosen für Zugkombination normal machen. Deswegen bin ich eigentlich da relativ froh. Und hoffe, dass das geht. 118, der hatte 0. Achso, da oben steht noch einer drin. Ne? Ja, das wird dann auch des Öfteren dann unser Schwerpunkt. Dass wir hier gucken müssen, ist der Zug raus? Ist er noch drin? Ist er da? Ist er nicht da? Sowas, ne? Aber aufgrund des groß angebundenen Schienennetzes sollte es ja auch kein Problem sein, hier Leute überhaupt von A nach B zu kriegen. Das heißt, dass wir hier unten ein paar haben, die zum Beispiel aus irgendwo kommen, keine Ahnung woher, und dann hier zum Beispiel rüber wollen oder dann nach da oder halt nach da. Na, einfach eine kürzere Strecke fahren wollen, als die, die wir jetzt ihnen geben als Möglichkeit, ne? Was auch dann interessant ist, dann haben wir, wenn wir die ja noch verbinden und dann da unten anschließen, haben wir eine neue Querverbindung ohne Umsteigen. Also jedenfalls von da darunter. Normalerweise fährt der Zug jetzt erstmal, egal auf welche Strecke, kommt hier unten raus. Ne? Also da oben gehen wir einmal raus oder da und die müssen dann umsteigen, dahin fahren. Oder sie fahren hier außen rum. Und fahren dann hier hinten rum, zack, 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 hierher. Und dann da hoch und von dort aus zum Beispiel rüber und sowas. Das kann man ja damit dann auch, ja, umgehen. Knapp 10 Millionen machen wir derzeit Gewinn. Oder haben wir vor anderthalb Jahren gemacht. Da sind wir nämlich mit einem leichten Gewinn raus. Wieso machen wir eigentlich dieses Jahr so viel Minus? 6, 2, 2 sind eigentlich knapp 11. Ja, 10, 7 oder sowas machen wir eigentlich. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache wir machen kein Minus. Oder nicht so stark Minus, weil das fügt sich natürlich auf die Bilanz auch anders aus. 60 von 60 Gütern, das heißt wir machen in dieser Folge noch hier kurz die öffentlichen Verkehrsmittel. Schauen wir einfach in der nächsten Folge, wie weit wir da kommen. Ich hoffe, dass wir da die fehlenden Stücke ergänzen können. Um somit dann halt ja, die Strecke zu erweitern, um zu sehen, hey, geht, geht nicht. Ne? Ist ja auch immer sehr interessant, was dann da rauskommt. Bei einigen Konstellationen auch von Strecke und ja, Anzahl statt Menschen, Leute. Die werden wir dann, glaube ich, sogar auf Tram umbauen. Weil wir doch hier sichtbar eben einen größeren Menschenstrom hatten, die wir auf einmal weggemacht haben. Wir haben ja nichts ersetzt. Nein. So, das heißt, den wollen wir hier haben. Dann machen wir das hier. Ah. Verbaut. So, wir machen einfach den Haken hier mit dran. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir da auch schon gelegt haben. Wollt ihr mich verarschen? Da gibt es eine Kollision. So. Stelle. Zack, 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 zack. So, die Leute wollen dann wahrscheinlich immer noch nicht mit, weil wir derzeit immer noch die Leute vertrieben haben. Was wir dann machen können, zum Beispiel, weil wir da unten jetzt die Ecke gebaut haben, wäre zum Beispiel hier die Tramdepots hinzusetzen. Eventuell nehmen wir dann hier auch noch das Busdepot und setzen das hier irgendwie mit dran. Stimmt das.
damit wir hier so eine Art Einheit haben, ne? Dann haben wir jetzt hier alle zusammen ungefähr. Hier können wir da schauen, dass da irgendwas geht. Was ist denn die derzeit letzte schöne Nahverkehrsstrecke? 49, das heißt 50, 51 müssen wir machen, wenn wir beide Richtungen machen wollen. Das heißt, SL 50. Und das heißt SL 51. Manchmal hasse ich auch, dass das L einfach klein geschrieben wird. 1, 2, 3, 4. So. So, dann haben wir die. Was mir gerade als Idee kam, dass wir die eine innen lang legen. Von der Schiene, weil wir haben ja. Ich zeige euch gleich. Wir haben ja hier einmal außen und wir haben einmal innen die Schiene gelegt. Meine Überlegung ist jetzt, dass wir die 50 außen rum machen. Problem ist, da haben wir noch nichts. Vielleicht merken wir uns das einfach mal, dass wir das dann halt umdrehen und dann nochmal zusätzlich fahren lassen. In dem Fall werden auf der 50 mehr fahren, weil es nach innen geht. Na komm, wir machen einfach 4-4. Dann haben wir das nämlich hier auch fertig. So, Finanzen. Keiner wollte bislang mit. Da. Keiner wollte bislang mit. Auch nicht schlecht, so machen wir nochmal schnell. Dann sollten wir nämlich sehen, was hier noch passiert. Entweder wollen ein paar Leute mit oder gar keiner. Scheinbar wollen ein paar Leute. Wir haben den McDonald's. Hä? 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 Seit wann haben wir denn bitte einen McDonald's im Spiel? Brain? Irgendwie fragt sich gerade mein Hirn. Was? Seit wann haben wir das da drin? So, das heißt, die ersten Mann sind hier auf dem Rückweg. Dann dürften die hier nach außen den größten Weg haben. Oh, 24. Und nochmal voll. Ich glaube nicht, dass die alle zum Zug fahren und irgendwie hier aussteigen oder so. Ah, es sind ein paar ausgestiegen, nicht alle. Auch noch ein paar. Da ist keiner ausgestiegen. Da sind ein paar ausgestiegen. Scheinen doch ein paar wollen zum Bahnhof. Aber erst seitdem die öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Na gut, ich habe auch zuvor die Linie abgerissen oder so. Also die Leute gekillt auf dem Weg zu deren Position aufgrund der Bauarbeiten. Was wir nochmal machen können, ist dann in Zukunft hier nochmal eine Buslinie quer hochlegen. Dass wir dann hier nochmal so ein bisschen Querverkehr mit abziehen. Dass wir dann hier auch nicht unbedingt diese Menschenmassen verpassen. Wäre auch was, ne? Außerdem ist es ziemlich klein gerade hier, was wir ausgefüllt haben. Anstatt. Da können wir dann einfach abwarten und schauen, was da kommt. So, wie viele Leute nimmst du jetzt mit? 16. Perfekt. Sieht schon mal schöner aus. Als 0. Da oben war der Bahnhof, ne? 2. 2 Leute. Naja, muss ich einwenden, von daher lasse ich das jetzt erstmal. Ich würde erstmal sagen, es war's wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge morgen auch wieder vorbeischaut. Morgen ist ja Donnerstag schon, sozusagen. Das heißt, am Freitag ist wieder hoffentlich Livestream. Ich hoffe oder gehe mal gerade vom aktuellen Zeitpunkt noch davon aus, dass sich nichts ändern wird für die Leute, die sich fragen. 21 Uhr auf Twitch und YouTube. Und was man allgemein für eine Frage stellen kann, wo würdet ihr oder wo schaut ihr am liebsten euren Livestream? Soll ich nur auf YouTube streamen oder nur auf Twitch streamen? Oder soll ich auf beiden Plattformen weiterhin streamen? Weil auf eine Plattform muss man sich mal langsam einigen, dass, ja,
unterschiedlich auf den beiden Plattformen zugeht, haben wir nicht den Zug auf dem Rückweg hier auch noch eingetragen? Oh. Wir haben den gar nicht eingetragen. Und auf dem Rückweg fahren wir da auch noch mal kurz lang. Vielleicht bringt das ja auch noch was. So, das heißt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr am liebsten den Livestream schaut am Freitag und was ihr davon am angenehmsten findet oder was der Vor- oder Nachteil für euch ist. Ne? Schreibt das einfach mal in die Kommentare, damit ich mal gucken kann, was wir in Zukunft nehmen werden. Ob nur YouTube, ob nur Twitch oder weiterhin beide. Von daher, in dem Sinne, einen wunderschönen Tag euch. Haut rein, viel Spaß und ciao.